Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Andreas Schödel und in diesem Video geht es um den Dynamikumfang der Kamera. Nun, warum muss mich das eigentlich interessieren, was meine Kamera an einem Dynamikumfang hat? Denn ich habe doch eh die Nachbearbeitung und ich habe die Lösung HDR, falls ein starker Kontrast zwischen Licht und Schatten auf meinem Bild vorhanden ist. Nun, ich persönlich mag keine HDRs, weil die meisten einfach dabei übertreiben. Und die Bilder sollen schon gut herausgearbeitet sein, aber sie sollen doch auch gleich dem sein, was das Auge sehen kann. Und HDRs, da übertreiben die Leute gerade in den dunklen Bereichen sehr, da ist einfach fast kein Kontrast mehr da. Also hier mal ein Beispielbild, was ich meine. Das ist aus Google rausgezogen, also keine Vorwürfe an irgendeinen Fotografen, er soll sich auch nicht angegriffen fühlen. Mir persönlich gefällt dieses Foto einfach nicht. Es gibt auch wunderbar gemachte HDRs, das möchte ich nicht streitig machen, doch ich löse das Ganze einfach lieber, indem ich ein gut aufgenommenes Foto mache und das im Endeffekt nachher in Lightroom bzw. Photoshop und Nicollection wieder aufbereite, so dass es für den Endverbraucher, also den Zuseher, wieder ansprechend aussieht. Wer meinen Workflow sehen will, eben angesprochen auf diese drei Arbeitsprogramme, sollte unbedingt auf mein letztes Video gehen. Da habe ich meinen Workflow euch näher gebracht und ist sicher für den einen oder anderen ganz interessant. Als erstes, ich bin kein Histogrammarbeiter. Viele finden es für sinnvoll, für nützlich. Ich habe Fotografieren übers Auge gelernt. Also ich kann mit meiner Kamera, speziell jetzt mit der Sony Alpha 7 II, dadurch, dass ich hier überall einen Live-View eingebaut habe, ganz gut abschätzen, ob ich das dann im Endeffekt nachbearbeiten kann oder nicht. Für viele, die das jetzt nicht per Auge abschätzen können, so wie ich, da wird das Histogramm wahrscheinlich sogar unerlässlich sein. Da sollte man jetzt wissen, worauf man achten sollte. Im Histogramm gibt es natürlich die ganzen Farben wie die RGB-Farben, aber auch die Tiefen, die Mitten und die Höhen. Höhen kann man auch mit Lichter ersetzen. Ein Histogramm sollte optimalerweise so aufgebaut sein, dass sich relativ viel in der Mitte aufhält bzw. rechts. Das nennt sich auch Exposed to Right, was wieder eine ganz spezielle Technik ist. Da ist aber ein feines Spiel zwischen Überbelichten und Exposed to Right, also das hat nichts mit Überbelichten zu tun, falls jemand schon mal etwas anderes gehört haben sollte. Ich persönlich bin wieder mal eine Ausnahme, dadurch, dass ich ja über mein Auge entscheide, ob das Foto jetzt für mich geht oder nicht, und ich gehe auch eher in die dünklere Richtung. Dadurch, dass ich einfach mehr aus den Schatten rausholen kann, als aus den Lichtern. Vor allem, es ist ein sehr feines Spiel, da ich das hier nicht anhand meines Auges ausmessen kann, ob die Lichter jetzt schon ausgebrennt sind oder ob ich hier nochmal Informationen rausholen kann. Dazu würde ich wieder ein Histogramm brauchen und das würde wieder Zeit kosten, und dann mache ich da einfach lieber zwei, drei Fotos in verschiedenen blenden Schritten und kann so später am Computer entscheiden, welches Foto so geschossen ist, dass ich es dann in der Nachbearbeitung noch so bearbeiten kann, dass hier wirklich das bestmögliche Ergebnis rauskommt. Aber fackeln wir hier nicht lange rum. Ich habe ein Foto vorbereitet, das habe ich extra am Montag mit dem Fotostammtisch so gemacht bei unserem Fotowalk, dass ich hierüber ein Video drehen kann und euch das ganze Thema noch näher zu bringen. Wir bearbeiten das ganze Foto jetzt gemeinsam nach und sehen, was der Dynamikumfang der neuesten Kameras alles schon kann und wo ich hier jetzt wirklich sagen kann, ich brauche kein HDR mehr. Wir sehen uns gleich am Computer wieder. Ich darf euch recht herzlich hier auf meinem Computer wieder begrüßen. Wie ihr seht, hier das Foto, was auch schon beim Workflow dabei war. Das werden wir hier jetzt nochmal auf den Dynamikumfang testen, was man hier alles machen kann, wie man sich mit den Regler spielen kann, um hier wirklich ein schönes Ergebnis rauszuholen. Und wir sehen, wir haben hier helle Stellen, wir haben hier dunkle Stellen.
und das spiegelt sich natürlich auch im Histogramm wieder. Recht viel dunkle Stellen, dann viele in der Mitte gehalten und ein paar wenige, die in der Höhe bei den Lichtern sind. Ganz am Anfang würde ich normalerweise hier etwas Kontrast hinzufügen, da das dann doch ein bisschen Kontrast vertragen könnte. Was man natürlich sieht, ist, dass das Bild gleich etwas an Dunkelheit zunimmt. Um es wieder etwas aufzuhängen, gehe ich mit den Lichtern hinunter, dass sie dann doch noch etwas stärker, kräftiger sind, und gehe mit der Belichtung etwas hinauf. Wenn ich die Alt-Taste drücke, dann sehe ich hier auch gleich, bevor etwas ausbrennt. Wenn man hier sieht, die ganzen kleinen Stellen, die würden jetzt alle ausgebrennt sein, wie man am Histogramm oben sehen würde. Die sind alle in die hellen Bereiche und alles, was rot ist, wäre jetzt ausgebrannt. So, das setzen wir jetzt wieder zurück und gehen einfach nach unserem Bauchgefühl, wie es uns gefallen würde. Wir können hier gleich ein kurzes Fazit ziehen, wie sich das Foto bis jetzt verändert hat. Klar, es ist etwas heller geworden, doch die Highlights, also die Lichter hier, die sind relativ gleich geblieben, beziehungsweise eigentlich so ziemlich unverändert, doch unsere mittleren beziehungsweise dunklen Stellen sind deutlich heller geworden und sind jetzt viel sichtbarer als vorher. Und das Ganze nur mit drei Reglern. Hier mit den Tiefen könnten wir natürlich auch noch arbeiten, indem wir da noch etwas an Kontrast quasi wegnehmen und die Tiefen aufhellen. Nur da würde ich aufpassen, weil dann wird es auch gleich zu einem recht schieren HDR, so wie wir es schon am Anfang gesehen haben. Und da möchte ich nicht hin. Das heißt, diesen Regler mit Verstand und etwas Vorsicht benutzen, denn wir wollen nicht zu weit gehen. Weiße Stellen würden jetzt wieder Effekt auf diese Stellen haben, dadurch, dass sie schon recht nah an der Grenze zum Ausbrennen sind, beziehungsweise eigentlich schon hell genug sind, möchte ich hier eigentlich nichts mehr machen. Beim Schwarz bin ich mir noch nicht ganz sicher, da probiere ich jetzt einfach aus, da der Baum jetzt endlich mal wieder etwas an Struktur gewonnen hat, glaube ich, wenn ich hier jetzt ins Dunklere gehe, ja, er würde wieder ins Schwarz verfallen. Da nehme ich doch lieber den etwas schlichteren Kontrast in Kauf und habe dafür etwas Information. Denn mit der Klarheit kann ich hier wieder etwas an Kontrast hinzufügen. Bei der Klarheit werden die Mittelkontraste angesprochen und fügt hier einen ganz speziellen Effekt hinzu. Gehen wir jetzt einfach mal aufs Ärgste. Das entsättigt das Ganze, aber es wird alles viel schärfer dargestellt, da das kein normaler Kontrast ist, sondern eben die Mittelkontraste anspricht. Dieser Effekt kann ganz cool sein, aber ist auch mit Vorsicht zu genießen, denn für viele wirkt das einfach nachher nicht mehr so schön wie das Originalfoto. Ich habe den Effekt aber relativ gern, deswegen gehe ich hier jetzt auch gleich mal auf 30. Und was nie fehlen darf, weil das eine RAW-Aufnahme ist, ist Dynamik. Das kann jedes Foto etwas vertragen und ich gehe hier auch auf 27. Die Sättigung schadet auch nicht, da wir relativ schöne Farben hier im Himmel haben, von Rot, Gelb, Blau, Violett übergehend. Da schaden auch diese 13 hier nicht. Und das Foto, wenn wir jetzt vergleichen, wo wir gestartet sind und wo wir hingekommen sind, rein in Lightroom, ist einfach ein Hammer. Wie wir sehen, brauchen wir wirklich kein HDR. Ich brauche hier keine 5 Aufnahmen, um ein vernünftiges Foto zu fabrizieren. Ich brauche original eine Aufnahme und das Wissen, wie ich es in der Nachbearbeitung vernünftig aus dem Foto rauskitzle. Aber es war ja nicht immer so eine schöne Stimmung wie dann schon um 9 Uhr, sondern die Sonne war auch noch heraus und wir haben hier auch fotografiert und ich habe mit den Fotostammtischmitgliedern etwas gesprochen, wie man hier doch noch ein vernünftiges Foto zusammenbringen kann, ohne ein HDR zu benutzen. Denn was macht man jetzt, wenn man wirklich gerade seine Kamera dabei hat und
eine schöne Stimmung im Himmel hat, wie hier zum Sehen, wenn wir mal die Lichter runterdrehen. Es sind schöne strukturierte Wolken, der Himmel ist blau, alles wunderbar. Wenn wir hier entlang spazieren und das Motiv so spannend finden, dass wir es fotografieren möchten, aber die Sonne uns alles zerstört, brauchen wir hier jetzt wirklich HDR? Ich finde nicht. Schaffen wir es auch, das noch nachzubearbeiten? Ich sage ja. Wir fangen wieder an mit unseren Lichtern, die drehen wir hinunter so gut wie es geht, ohne dass es nachher schlimm ausschaut, weil wenn es zu weit runter geht, hier ist wirklich keine Information mehr enthalten, das wird dann schier grau. Das will keiner sehen, das braucht man nicht, das passiert aber leider auch viel zu häufig in HDRs. Weiters brauchen wir hier eindeutig noch die Tiefen, die das Ganze etwas sichtbar machen, was jetzt in den Schatten gefallen sind. Und wenn wir hier jetzt noch die Schwarztöne etwas anheben, dann können wir diesen Effekt noch verstärken. Und hier wieder aufpassen, nicht zu viel, weil sonst haben wir diesen HDR-Effekt wieder. Wem es gefällt, viel Spaß damit. Ich mag es nicht, deswegen gebe ich hier noch etwas Kontrast hinzu, was die Farben wieder etwas hinausbringt. Und das sind meine ersten Einstellungen. Wenn ich dann noch die Klarheit wieder hinaufziehe, dann habe ich hier wieder klar strukturierte Einheiten und mit 27 bin ich damit eigentlich auch ganz glücklich. Die Dynamik wieder, dass wir etwas an Farbe erhalten, dadurch, dass die Sonne schon wieder etwas hinuntergegangen ist, haben wir hier eine schöne gelbe Färbung des Grases. Um das Ganze noch zu verstärken, etwas Sättigung, nicht übertreiben, aber dann doch schon so, dass was da ist. Und wenn wir hier jetzt vergleichen wieder, wie wir angefangen haben und wie wir jetzt aussehen, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, wir brauchen kein HDR in der heutigen Zeit mit den heutigen Kameras mit diesem Dynamikumfang. Wenn ich weiß, wie mein Dynamikumfang arbeitet an meiner Kamera, dann kann ich auch ungefähr einschätzen, wenn ich das Foto sehe, ob ich da noch etwas rausholen kann oder nicht. Und damit gebe ich wieder an meine Kamera ab und wir sehen uns gleich wieder von Auge zu Auge. So, ich denke, ich habe hier jetzt den Beweis angetreten, dass wir wirklich kein HDR mehr brauchen. Die heutigen Kameras haben schon so gute Sensoren, die einen so derartig guten Dynamikumfang haben, dass wir hier, vor allem wenn wir in RAW fotografieren, noch so viel rausholen können, dass wir wirklich alles, was sichtbar sein muss, um das Foto stilistisch gut darstellen zu können, auch zu sehen ist. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, nicht nur die heutigen Kameras haben schon einen sehr guten Dynamikumfang, auch die Vorgängermodelle und die Vorvorgängermodelle ZB haben schon einen ganz ordentlichen Dynamikumfang. Und wenn man weiß, wie meine Kamera funktioniert und was ich aus meinen Fotos, aus meiner Kamera noch alles rausholen kann, dann kann ich auch gleich beim Fotografieren einschätzen, brauche ich jetzt wirklich ein HDR, wenn ich schon eines machen möchte, oder brauche ich es nicht. Ich persönlich habe noch nie eins gebraucht, ich bin immer mit meinen Fotos so in Lightroom klargekommen, aber mich würde auch eure Meinung interessieren. Falls ihr eine andere habt oder falls ihr mir sogar zustimmt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, da wäre ich sehr gespannt darauf, wie ihr die ganze Sache seht. Ich hoffe, das Video hat euch wieder einmal gefallen. Falls dem so sein sollte, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.